So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, was ist Geotastic? Wir werden irgendwo abgesetzt in Google Maps und müssen herausfinden, wo wir sind. Wir sind so verrückt und versuchen, 18.000 Punkte zu kriegen. Das heißt, ganz genau herauszufinden, wo wir sind. Das ist unser Ziel und ich habe eingestellt, unser Preset, 3 Runden, unendlich viel Zeit. Wir werden also sehr viel Zeit verbringen, vielleicht 20 Minuten, vielleicht 2 Stunden, wir werden sehen. Und los geht's. Ab rein in die Runde. Okay. UAE, ne, würde ich spontan sagen, oder Marokko oder sowas. Elite Contraction Co. Bindaimuk Consultants. Ah, das hilft mir noch nicht 100% weiter. Emirates. Okay. Das hilft mir weiter. Al-Kafar. Al-Kafar. Al-Mirfa. Zum Glück haben die nicht so viele Städte, die nicht da drin liegen. Und zum Glück ist das Land nicht so riesig. Schör, Fakan, Abdilla. Al-Rafah, ja, fast. Okay. Wenn ich noch dichter rangehe, kommen die ganzen ganz kleinen Dinger. Okay, also Al-Kafah ist was wirklich Winziges. Noklosi. Dubai, dann würde nicht Emirates dran stehen, oder? Und ich glaube, Dubai ist ja eh nur die das eine Ding da. Das ist Abu Dhabi, Dubai. Ja, Emirates, genau, aber in Dubai ist das hier nicht, würde ich sagen. Also dann würdest du den Burj Khalifa ja sehen. Ich meine, da in Al-Kafah ist halt nur die Building DD bla 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 BBB. Das heißt, das muss ja nicht die Stelle hier sein. Davon mal abgesehen. Jaffa. Al-Hafir, Al-Hira, Al-Fafa, wir suchen Kaffa. Bera, Balhan. Okay, ich glaube, wir brauchen noch einen Hinweis. Wahrscheinlich ist das nur so ein Stadtteilort irgendwo, wo die drin sitzen und das ist nicht das, wo hier gebaut wird. Ich meine, es ist ja Neubausiedlung, das sieht man ja nicht. Alles neu. Kann ich nicht lesen. Farbank, Cold Water. Ah, ein Wasserbrunnen. Ja, sowas brauchen wir hier. Das ist ja cool. Einfach an so einer Hausecke einen kalten Wasserbrunnen. Ah, viel bessere Bildqualität. Ich glaube, das war ein Sandsturm hier eben, nicht? Hier ist eine Moschee. Jetzt sieht man auch was. Ja, könnte irgendwie ein
äußerer Stadtteil von irgendwas sein. Vielleicht auch doch von Dubai südlich. Aber ich sehe wenig. Na ja, doch, da hinten. Da sind hohe Gebäude Richtung Norden. Dann würde ich auch sagen, bei der nächsten Gelegenheit gehen wir Richtung Norden. Steht da irgendwas dran? Nichts, was wir lesen könnten. Schade. Und mit Tippex über Pinsel war das. Kann das sein? Das ist nur ein Ding. Ey, ich will in die Straße. Geht das nicht? Ah, wir können nicht in die Straße rein. Okay, das erklärt alles. Hab mich schon gewundert, warum man einfach weiterfährt. Dann können wir in die hier auch nicht rein. Wahrscheinlich führen die auch nirgendwo hin. Ah, ich dachte gerade erst, aber da ist eine riesige Moschee und da ist eine größere Moschee. Und der Ort ist größer, als ich gedacht hätte. Wow. Aber sie haben immerhin 5G-Masten. Da können wir noch ein Lied von singen. Auf Shara. Shara. Sei wahn. Aldaha. Die haben wahrscheinlich schon 7. Die bauen auf jeden Fall richtig viel. Sabaka. Ich hätte ja gedacht, dass das vielleicht von dem hier ein Stadtteil ist. Samra. Weil hier wird halt auch viel gebaut. Irgendwann wird das hier zusammenwachsen, nicht? Aljin und Abu Dhabi. Saihana. Ja, ich glaube, das hilft auch noch nicht. Das sind alles keine Dinge, die hier groß auf der Karte aufploppen. Also neulich zum Beispiel Korkavir oder sowas, was wir hatten, ist sofort ja aufgeploppt. Das hilft also auch noch nicht weiter. Wir wissen auch die Straße. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, um das später dann da zu finden. Das speichere ich mir mal ab. Jetzt müssen wir halt nur noch den Ort finden. Ich würde sagen, wir fahren einfach im Osten, bis wir an eine größere Straße kommen. Die hat dann eine Benennung und dann wissen wir, wo wir sind. Die gehen wir ab. Dann gucken wir die Straße, den Namen und dann müssen wir nur noch die Höhe bestimmen. Da ist schon der nächste 5G-Mast. Ich fahre mal einfach in Richtung der 5G-Masten, weil ich vermute mal, dass die ja nicht einfach random aufgestellt wurden. Okay, da können wir leider nicht weiterfahren. Das heißt, wir müssen hier runter und vielleicht rum. Weil bei uns sind ja 5G-Masten meistens in der Nähe von Zügen oder Autobahnen. Ah, guck mal, da. Ist das eine größere? Ah, Semi, nicht? Das ist auf jeden Fall ein Burger King. Ah, vielleicht ein Fake Burger King.
Abu am Al-Bashashari Street. Willkommen bei Eisburger. Sind hier irgendwelche Schilder? Nee. Adnok Oasis. Carwash. Okay, also wenn das nur eine Oasis ist. Aber wenn man sich mal so anguckt, nicht? Ist gar nicht so wüstig, wie man das eigentlich manchmal denkt. Also da ist ja auch, sieht eher aus wie so eine Düne bei uns oder sowas. Ich glaube, die haben da schon viel getan, um das alles auch selber zu begrünen, nicht? Bäume überall, Bewässerung. Was haben wir hier? American International School, Al-Rasalab? Ja, wir brauchen die Straßennummer. Ich will jetzt nicht die ganze Karte nach den kleinen Orten hier absuchen, die zusammenhängen. Kishisha 3. Ja, wie hast du gerade gesagt? Wahrscheinlich Al-Ramishinian Suburb. Wahrscheinlich haben die schon 7. Wir sind im 3. von 7. Raminiri. Hier. Suburb. Hier drin sind wir. Das ist die Mall. Und hier muss eine Autobahn muss Richtung Osten sein. Das heißt, hier geht's zur Autobahn. Gucken wir, wenn das der Fall ist. Dann haben wir's. Doch dichter dran, als ich gedacht hätte. Jetzt müssen wir eigentlich am McDonald's vorbeikommen noch. Saharjashub, das ist die Mall. Coop. Ah, da wird auch ein McDonald's drin sein. Baby Shoppo. Was haben wir noch? Fabiland. Cinema City. Und dann kommen wir hier auf die Autobahn da hinten oder so. Kommen wir rüber. Da ist die Autobahn. Okay, da. Autobahn also da. Dann können wir jetzt gucken. Wir waren in der Straße. Irgendwo stand doch hier der Straßenname. Da. 10 Josef irgendwas. Hasam al-Obel. Und die geht West-Ost, ja. Okay. Die wenigsten haben hier einen Namen überhaupt. Das ist natürlich scheiße. Abu Jaffa al-Madin? Nee, Josef. Yusuf Hassan Mathür? Nee. Gut, das könnte aber das sein. Obaldi Street. Ja, okay, dann sind wir auf der Höhe gewesen. Wird nur ganz anders geschrieben, nicht? Und Mathür steht nicht da. Und Yusuf wird hier Yusuf und hier Josef. Obwohl auch nicht. Ach, das ist nicht 10. Das ist Yusef. Oh, das sieht aus wie 10.sef. Alles klar. Und dann 21. Hier ist 23. Geht's jetzt runter oder hoch? Das ist die Frage. Aber dann würde ich ja sagen, wir kommen von der 23 in etwa hier. Da ist eine Moschee. Vielleicht können wir uns an der orientieren. Wir fahren mal nach Westen. Jetzt ein Straßenname wäre göttlich.
Sind diese Alpinseln in der Küste von Dubai natürlich? Nee, natürlich nicht. Das kennt man doch, das haben die doch alles aufgeschüttet. Die haben doch da alles quasi aus dem Meer geholt. Ja, ohne Straßennamen? Ich meine, die Straße sieht größer aus. Was könnte die sein? Wir könnten gucken, ob wir im Süden von der auf den Kreisverkehr kommen. Dann würden wir hier stehen. Ich würde sagen, ja, da ist der Kreisverkehr. Das heißt, wir sind hier. Und wie weit müssen wir jetzt nach Osten dafür? Nicht so weit. Eine links. Das zählt, glaube ich, nicht. Zwei links vielleicht. Eine rechts. Bin ich eben so weit nach Osten gefahren? Nee. Bin doch eben direkt auf diese Straße gekommen. Dachte ich. Nee, nach Westen war das ja auch, oder? Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, nach Westen. Oh, Mann. Da. Wir sind direkt auf der Straße da, die zum Kreisverkehr führt. Das heißt, wir stehen hier. Wollte ich ja wohl sagen. Vor dem ersten Gebäude auf der Seite. Und auf der Seite. Wenn dann sogar da, nicht? Kommt hin. Zack, 15 Meter, sogar noch weiter hinten. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, damit haben wir die erste Runde und es geht in Runde 2. Ah, Macau wäre auch mal wieder spannend, wo ich das hier sehe. Quality Tools. Boah. Schon gigantisch, nicht so ein Rohbau, wie der aussehen kann. Was haben wir da? International? MT Malta? MT Mazedonien? Das sind auf jeden Fall... Wow. Krass, auch mit diesem vorstehenden Ding. Eieieiei. Pendergartens. Malta. Okay, Melia Hotel. Okay, wenn wir das Melia Hotel in Malta finden, dann haben wir's. Wir können ja eigentlich nur hier vorne drin sein. Irgendwo. Ah, Auge juckt. Hier ist die Altstadt. Hier vielleicht. Finden wir einen Straßenname, dann sollte es ja relativ einfach sein. Iltrik irgendwas. Napoli, da Nunela, Malta 2022. Wer ist denn das da bitte? Also wer geht bitte ins Da Nunella, wenn man so schon begrüßt wird? Da kriege ich ja Angst, dass ich einen mit einem Kochlöffel übergebügelt bekomme, wenn mir das Essen nicht schmeckt. Nee, da bleibe ich lieber draußen, würde ich sagen. Malta, ja, Malta. Da. Tiffin Street. Tiffin Street. Die meisten heißen eigentlich Trick. Claire's. Clip, clip, clip.
Ah, sehr gut. Clippity Clip Clip. Black Rabbit Pub. Oh, in so einen schönen Pub würde ich auch gerne mal wieder gehen. Trick, Pos, Piss, Pos, Pass. Kann ich nicht erkennen. Jetzt hat sich's beruhigt. Frank Salt. Look right. Das ist irgendein Platz. Also die Stadt liegt Richtung Süden noch, nicht? Hier haben wir noch einen Namen. Trick Qualiet. Das würde eher dazu passen, entweder sind wir hier so oder da so. Aber ich glaube, wir gehen nochmal zurück und guck mal hier. Hier muss es doch auch Straßennamen geben. Da. Elgia Summit. Und die geht nach Nordosten. So. Leider gehen sehr viele in die Richtung. Wir hatten Kreisverkehr, nicht wahr? Hier, Tammy Summit. Ella Summit. Oh. Warum kannst du nicht Ella Summit heißen? Bist doch scheiße, Straße. Straße mag uns nicht. Ella Zermit, wer bist du nur? Ich suche dich, ich brauche dich. Ich liebe dich, Zermit, wo du nur bist. Santa Monica. Da wäre auch ein Kreisverkehr. Das passt eigentlich schon sehr gut. Vielleicht heißt es irgendeine Seitenstraße, eine kleine so. Da ist auch noch ein Kreisverkehr. Ah, okay. Gibt zu viel. Zu viel Optionen gerade. Wir brauchen irgendwas Großes, nicht wahr? So, nach Westen kommen wir auf eine große Straße. Wenn wir deren Namen wüssten, dann hätten wir es, glaube ich. Das Problem ist, die meisten Häuser sind nicht an der großen Straße. Dementsprechend steht da auch nirgendwo ein Straßenname. Aber hier. Es geht nach Madelina auf der 118. Das heißt, das muss ja eine große sein. Und auf der 1. So, wo ist die 118? Das ist die 120. Hier. Da oben sind wir drin. Madelina, wo ist Madelina? Alles nach Norden. Gozo in 23. Wo ist Gozo? Ich sehe kein Gozo. Schwicki. Schwicki sehe ich auch nicht. Schwicki.
Vielleicht heißt der Laden nur Tiefen Street, ja, denke ich auch. Sonst würde es mit Trick irgendwas angefangen haben, nicht? Ha, ha, ha. Heidrich? Wahrscheinlich ist Melilea Maddalena. Dann würde das hier passen. Die gehen auch alle so in die Richtung. Hotel Santa Malta. Aber wie hieß das Hotel nochmal? Und irgendwas mit Celina. Nee, irgendwas bla bla bla. Ich hab schon wieder vergessen, wie die Straße hieß. Ich hab echt ein Kurzzeitgedächtnis wie so eine Fliege. Oh, da war eine Gefahr. Wo war Gefahr? Keine Ahnung. Oh, da war die Gefahr. Und flieg immer im Kreis. Naja, aber das. Also, das fühlt sich hier ein bisschen zu klein an für das, was wir gesehen haben, nicht? Aber ansonsten, Quara. Also, gefühlt würde ich sagen, sind wir eher hier drin. Aber ich sehe weder Gozo. Ist Gozo auf der Seite? Nee, hier ist Victoria. Oder da würde Megar dran stehen. Okay. Was steht denn auf der Seite dran? Bibugia. Bibugia. Die komplette Insel ist ja dicht bebaut. Da ist ja kaum Natur übrig. Sieht nur so aus. Also, wenn du hier startest, dann fährst du dich zu Tode auf Straßen, die im Nix sind, wo Schafe rumlaufen. Und auch hier zwischen, das deutet zwar an, hier ist bebaut, aber hier zwischen sind teilweise einfach Felder. Also du hast eigentlich nur den Teil, der wirklich stark bebaut war und hier immer so kleine Ortschaften hat. Das sieht wirklich eher aus wie so ein Dorf. Also das sieht krasser aus auf Google, als es in Wirklichkeit ist, wenn man rumfährt. Ist zwar trotzdem natürlich alles irgendwie, sag ich mal, nicht mehr natürlich, aber es gibt mehr offene Natur, als man denkt, von dem, was hier angedeutet ist. Keine Wildnis. Naja, gut, auf einer Insel, die so klein ist, Wildnis zu finden, ist, glaube ich, heutzutage eh unmöglich, wenn du nicht gerade irgendwo in Panama bist. Silema. Ich sehe. Hier ist Schwiki. 1 Kilometer. Das heißt, wir sind hier. Das macht auch mehr Sinn. So. Und Silema müsste dann in die Richtung ja liegen. Über die 127. Das bedeutet aber, wir sind wahrscheinlich dann entweder auf der Seite drin. Und auf der Seite. Das würde eigentlich passen, nicht? Dass wir hier direkt draufgekommen sind irgendwie. Ah, das. Hier ist die Lima. Okay, das ist 1 Kilometer weg. Und das ist 1 Kilometer weg. Dann können wir eigentlich fast nur im Passville sein. Da ist ein Kreisverkehr. Spinola. El Azamit. Da haben wir's. Da sind wir. Und da ist auch dieses
Ding. So, hier ist Ellerzamit. Das müsste also San Georg sein hier. Das werden wir nicht herausfinden. Das wird nicht dran stehen. Aber Pent Gardens müsste hier stehen. Welby's, Seven Apartments. Ja, das Gebäude ist nicht mehr eingezeichnet, so neu ist das. Und der Kreisverkehr ist auch weggefallen, nicht? Wenn ich hier auf die neueren Bilder gehe, ist es gar kein richtiger Kreisverkehr mehr. Auf der Seite, wir können aber auch hier sein. Hier, Pent Gardens, auf der Seite sind wir. Boah, dann ist es doch noch ein Kreisverkehr. Aber da, der Kreisverkehr, so wie er hier aussieht. Naja. Also, dass das überhaupt als Kreisverkehr gewertet wird, nicht? Und wir stehen da so. Da. Ja, gut. 9,43 Meter. Achso, vor der standen wir auch. Aber da standen wir nicht. Wenn, standen wir hier. Ich habe die verwechselt gerade. Upsi. Aber 9,43 Meter reicht noch. Und damit geht's in Runde 3. Jacaranda Springveld Private Estate. Wir haben Linksverkehr, würde ich mal behaupten. Wir haben Palm. Dann bleibt eigentlich nur Neuseeland übrig, oder? Australien. Okay, das bleibt auch noch übrig. Irgendeine Ecke. Achtung, Tiere kreuzen. Quender. Was auch immer eine Quender ist. No through. Sonne checken. Warum soll ich die Sonne checken? Also wenn es nicht also da stand ja AU, Australien. Und wenn es nicht Großbritannien ist, wird es mit linksfahrenden Ländern auf der Nordhalbkugel schon eng. Dann könnte es auch Irland sein. Jersey, Guernsey. Oder asiatische Länder, aber wir sind auf jeden Fall nicht in einem asiatischen Land und da steht Australien halt. Sonne checken brauchst du ja nur, wenn du gar keine Ahnung hast, wo du bist. Reduce Speed. Ihr sollt auch mal langsam fahren. Chat, ihr seid immer so schnell unterwegs. Auch mal runterkommen. Die Woche entspannt entgegennehmen. Mal den Becher heben. Prost sagen. Einen Schluck nehmen. Und einfach mal genießen. Und das geht auch alles ohne Alkohol. Weil mein Metvorrat ist schon lange alle. So, hier haben wir doch mal eine größere Straße. Da stehen noch Sachen. Komm, die Sachen zum Glück. Hier, da ist es. Das grüne Schild. Was ist bitte zwischen diesem Schild? Ja, alles schön grün, Bäume. Ich sehe das Schild nicht. Also was ist zwischen diesem Bild und bitte diesem Bild passiert? Ach du Scheiße. Geil, idiotisch. Einfach Australien. Gut, können auch Deutschland sein. Die 55, Quidale. Aber die 55 ist was ganz Lokales, nicht? So eine Scheiße. Und Klippi die Clip. Sehr gut.
Wobei ich die Clips echt nicht mehr gerne bearbeite. Ich habe vorher pro Clip so 20 Sekunden gebraucht, um den nochmal ordentlich zu machen. Jetzt brauche ich Minuten. Twitch hat das so runtergewirtschaftet, die neue Ansicht. Das ist echt ärgerlich. Hier, da müssen wir sein. Um Purse. Da haben wir auf jeden Fall die Embleme. 115, 40, 30, 120. Geht auch bunt durcheinander. Und hier kommen weiße Dinger. Hier kommen wieder blaue. Ah, klasse. 49. Hier kommen grüne. Hier sind auch nochmal blaue. 21, 36. Hier ist auch nochmal blau. Okay. Warum haben die hier unten ein anderes Straßensystem mit C irgendwas und die hier alle dasselbe wie um Perth? Das ist ja auch schon wieder strange as hell. 51, 52. Und dann hört's wieder auf. Hier kommt 14. Hier haben wir das andere Straßensystem. 81 geht nach oben. 62. Gut, die 55 kann also fast überall sein. Shit, 48, 49, 6, 7, 12, 57. Dann würde ich die ja eher hier unten erwarten. Dann hier 57, 58. Hier ist aber schon 47. Und hier geht M1 und sowas los. Die 55 ist innerhalb sogar. Ja, okay. Das kann natürlich sein. 57. 54, muss ja hier zwischen sein. 56, 54. Alter, wie weit muss ich denn ranzoomen? Um die zu sehen. Wahrscheinlich ist es einfach in einer komplett anderen Stadt, obwohl hier die 54 ist. Nee, da ist sie. Boah, wer bezeichnet denn diese Straße? Warum? Okay. Und Forest Field, ist das denn auch hier? Weil ich sehe kein Forest Field. Quedal? Quidel? Ist sie Cleveland? Birkday sehe ich. Ich meine, wir sind noch nicht auf der 55, nicht? Wir wollen auf sie rauffahren. Wir werden hier sein oder so. Cleveland Motor. Aber wo ist Forest Field? Du hast in einer anderen Stadt eine 55 gefunden. Gib mehrere. Ja, okay. Das ist natürlich dann bescheuert. Dann hat jede Stadt ihr eigenes System. Na, kacke. Gut, Sydney wird es nicht haben. Die hat ihr eigenes Straßensystem, nicht? Mit M1, A44. Die hängt hier unten mit dran.
Hier gibt's auch eine 55, stimmt. Pers war ja auch mein erster Gedanke, nicht? Gibt's denn hier? Da ist auch ein Forest Field. Also das ist ja echt beknackt. Aber klar, natürlich, nicht? Also die haben wie viel Bezirke? West Australia, Queensland, Northern. Aber die hier, die beiden haben andere Straßensystem. Warum hat New South Wales und South Australia ein anderes Straßensystem? Wahrscheinlich, weil England das hier besetzt hatte zuerst und das hier erst später kam. Aber warum ist denn in einem Land das nicht einheitlich? Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und dann auch noch pro Stadt. Okay, aber das ist gut, das müssen wir uns merken, dass blaue Straßen einfach nur lokale Straßen sind, die nicht irgendwie Relevanz haben, um einen Ort zu geben. Das ist wie Departementstraßen in Frankreich dann. Das ist totaler Scheiß. So, und wo ist Quaidale? Wenn wir das noch sehen, wäre ich auch noch glücklich. Quaidale, da. So. Okay. Und wo starten wir? Das ist ja die viel wichtige Frage. Wir starten am Jacanda Springs. In der Benson Way. Sehen wir Jacanda Springs direkt. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die 55 aufgefahren bin oder rangefahren bin. Und eine Autobahn habe ich nicht gesehen, oder? Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und ich habe auch keine Schienen gesehen. Das heißt, hier oben macht vielleicht mehr Sinn. Benson Way. Benson Way, Benson Way. Does whatever Benson Way does. Blablabla bla, bla, Estate. Richards. Blubli. Blubli. Filming Reserve. Bonser. Welche Richtung geht unsere Straße? Nordost, Südwest. Warte mal, ist das die Seitenstraße oder unsere? Das ist die reingeht, nicht? Das ist nicht unsere. Dann fahren wir mal kurz an die Ecke und gucken, wie unsere wirklich heißt. Hätte es mich mal suchen lassen sollen? Ja, wäre besser gewesen. Okay, sehr lang. So, hier. Straßenname, wo bist du? For sale. An so einer lauten Straße, ne? Aber keine Straßennamen, hilft also nicht. Okay, in die Richtung. Stand da ein Straßenname? Adelaide. Sterling. Sterling Creek. Oder Cress oder sowas, nicht? So, und die geht Südwest. Norden, Osten, Süden, Westen. So. Berkshire Road. Hieß die nicht da, wo wir standen, Berkshire Road? Nee, Benson. Okay. Sterling Crest. Mmh.
Epson, Frederay, Alexander, Albany, Gabriel, Wright, Roberts. Zu viele Straßen. Ich hätte ja auch gedacht, wir sehen dieses komische Jacanda Springs vielleicht. Manchmal springt einem sowas hier ins Auge, aber irgendwie heute nicht. Jacanda Springs. Gibt's einen Ortsteil Jacanda? Nicht wirklich. Vor allem ist hier im Flughafen direkt. Den habe ich auch nicht wahrgenommen. Aber wer würde gerne in der Nähe von so einem Flughafen wohnen? Also ich muss sagen, ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, als in so einer Flugschneise zu wohnen. In Berlin damals, meine eine Tante hat da gewohnt. Oh, das war alle 3 Minuten. Das, oh, da war ich nicht gern. Brown Park. Greenmount. Naja, so wird das nichts. Wir brauchen noch eine größere. Aber du siehst, ich brauche ja so 70 Minuten. Dabei sind wir eigentlich in einer Gegend, wo es nicht viele viel gibt, nicht? So links, rechts. Ich meine, das rechts könnte durchaus der Flughafen einfach sein. Und ich meine, hier, das sieht aus, als ob wir nicht mehr innerhalb der Stadt sind, nicht wahr? Dann denkst du, du bist sonst wo. Die Firmen und so, die werde ich auch nicht sehen. So, hier kann man die größere. Und wie heißt du? Sterling. Ja, aber wie heißt du? Das ist auch immer nervig. Hier steht auch kein Name, nicht? Sterling Cress. Wir kommen hier nur zur 55. Okay, ich fahre mal auf die 55 auf. Nach Süden fahren wir auf die 55 auf. Okay, und unsere Straße ist die... Das steht da drüber. Oh Mann, LKW. Mann, ach so, so. Abernathy Road. Aber das ist die 55. Okay, aber vielleicht hilft uns das ja. Also wir fahren südlich auf die 55 und die heißt Abernathy Road. Okay. Und der ist überall Abernathy Road. Also die zieht sich auch komplett durch, nicht? Gut, aber hier... Warte mal, wir fahren nach Süden. Und die fährt südlich dahin, ja. Das heißt, wir können irgendwo an der 55 sein. Nicht dazwischen. Bam, bam, bam. Ah, das erklärt auch, warum wir den Flughafen nicht wahrgenommen haben.
Na, dann gehen wir sie jetzt ab nach der Sterling Cress oder Creek oder was. Hier hört sie auf. Ich dachte, die waren nur so kurz. Catherine, Park, Buffon, York, Hobart, Bowden, Murray, Albany, William, Frinton, Neville, Brake, Cutcoon, Frederick, jetzt geht's so rum. Cowrick, Alexander, Wright, Beverly, Gabriel, Q. Jetzt sind wir doch schon wieder in derselben Ecke wie vorher. Gut, manche haben halt keinen Namen. Noble, Kedale. Und dann sind wir da. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung weiter. Hier hat es auf jeden Fall die falsche Richtung. Und hier hört sie auf. Wir sind doch auf der 55. Great Eastern Bypass. Ja, das ist halt der hier. Da ist Sterling Crest. Oh. Hä? Aber der Sterling Crest führt auf den Great Eastern Highway Bypass. Okay. Warum schreibt man das denn nicht ran da? Unverständlich. Aber wirklich, am letzten Ende. Nicht, ich hab hier angefangen und die dreht sich zweimal, die geht so wie ein U, deswegen hast du zweimal das Ding. Ich dachte, die hört hier auf. Aber die geht hier dran vorbei, das habe ich nicht gesehen. Und in dem letzten, wirklich, in dem letzten Scheißwinkel stecken wir wieder drin. Benson Way. So, Finish. 1,32 Meter. Und damit haben wir es geschlagen in unter einer Stunde. Das ist das Wichtige. 18.000 Punkte. Wir waren in den Arabischen Emiraten. 16 Minuten 28, 14 Minuten in Malta, 21, 17 in Australien. 51 Minuten 59 insgesamt. Und ich würde sagen, wir haben die Welt mal wieder besiegt. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge.